Hallo und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von 1954 Alcatraz. So, wir sind immer noch in der Haut von Christine. Warte nochmal, hier. Taschen haben wir eigentlich mit dabei. Ich muss nochmal gucken. Denn so langsam gehen mir irgendwie die Optionen aus, was wir hier tun können. Na, wir haben doch hier zwei. Können wir die eigentlich zusammenfügen? Ey, scheint, dass Joe und Vivian zusammen Geld gedruckt haben. Wir können, leider habe ich jetzt das erste nicht verstanden. Hier haben wir noch die Safe-Kombination, aber wir kommen nicht im Safe, weil der Mickey da ja noch rumsitzt. Platte, was soll man mit der Platte anstellen? Notenblatt. Ja, Suppe, da fehlt noch was in der Suppe. Das ist von Evan. Schema für ein Safe? Was soll uns das nützen? Kann man das auch kombinieren oder was? Schade. Ich dachte auch, dass das funktioniert. Nein, ich habe jetzt nicht wirklich gedacht, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Können wir das hier zeigen? Die Maße von Goldie. Der Nixe. Die Kombination zu Mickys Herzen. Sie hat etwas zugenommen und ist etwas flacher geworden. Wie jetzt? Ernsthaft? Hat sie jetzt gerade wirklich die Notiz umgeändert? Ich weiß nicht, was da vorher drauf stand. Zweite Safe-Kombination. Aha. Okay, interessant. Streichholzbriefchen, was ist das denn? Eine Streichholzschachtel aus Mickys Club mit einer Widmung. Komm jederzeit vorbei, ich lade dich ein. Mickey, als wir noch alle Freunde waren. Okay, interessant. Boah, was sollen wir tun? Ich weiß es nicht. Wir die Rose geben? Jetzt romantisch werden ist keine gute Idee. Nee. Ah, ich habe eine andere Idee. Vielleicht können wir die Rose dem Jungen im Park geben. Ich weiß nicht, wie er hieß. Matty, glaube ich. War das Matty? Und einfach sagen, dass das von Sutter ist. Weil die beiden müssen wir ja auch irgendwie wieder zusammenkriegen, ne? Ich probiere das einfach mal. Ich habe nicht wirklich irgendeine Idee. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Nein! Das wollte ich auch nicht. Ich bin da so ein bisschen nervös hier gerade. Ja, ich habe wieder das Gefühl, die Musik ist so laut. Ich hoffe wirklich, ihr hört mich ganz gut. Zumal die Qualität vom Headset ja sowieso nicht gerade so berauschend ist. Aber wird schon gehen, denke ich. So, wo hier? Park. Genau, Washington Square Park. Schauen wir mal, ob das überhaupt irgendwas bringt. Er ist ja auch noch hier, aber dem haben wir ja schon was gegeben. Vielleicht sind wir mit dem durch. Aber mit Matty noch nicht, genau. Ich gucke jetzt einfach mal, ob das was bringt. Eine Rose für dich, junger Mann. Diese Rose. Sieh sie dir an. Schön nur heute. Weg schon morgen. Und da sagst du, was morgen welkt, ist heute schon keinen Deim wert? Dein Mann macht dir Schmerzen. Kann eine Rose auch. Und doch sind beide zerbrechlich. Ich glaube, du hast recht mit dem, was du sagst. Mein Mann sitzt in Alcatraz. Ich darf einmal im Monat mit ihm reden, durch ein kleines Fenster mit Telefon. Während deiner gerade mal auf der anderen Straßenseite sitzt. Also geh zu ihm und versöhn dich gefälligst, du Idiot. Danke, Christine, Liebes. Jawohl. Jawohl, meine Güte, hatte ich mal eine Blitzidee und super, die hat auch noch funktioniert. Haben wir schon mal eine Sorge weniger. Die beiden sind wieder irgendwie zusammen. Hoffe ich zumindest. Ja, das ist wohl dann eindeutig. Ich wünschte, ich könnte mich hier eine Weile ausruhen. So, Sutter. Was hat Joe dir gegeben? Spuck's aus. Nur ein altes Tagebuch. Erdbebenerinnerungen. Ich hab's noch nicht einmal gelesen. Die ersten Seiten waren eine Zumutung. Ich hab's verkauft. Warum hast du mir nichts gesagt? Wer weiß von dem Tagebuch? Was weiß ich? Mit deiner großen Klappe ruinierst du noch alles. Warum hast du das Tagebuch verkauft? Ich musste alle meine Bücher verkaufen. Traurig, ich weiß.
Ja, super. Hat uns ja jetzt überhaupt nichts geholfen, ne? Toll. Geredet. Wow. Mit Matti können wir nicht mehr reden, doch. Matti sieht wieder glücklich aus. Manchmal braucht es nur Kaffee und ein paar Lügen, um eine Ehe zu retten. Nur Klamotten und Notizbücher. Ja, da ist auch nichts mehr zu holen. Alte Kram. Ach, können wir nochmal mit dem hier quatschen? Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber wir gucken mal. Auf nach Mexiko. Nein. Für mich ist alles südlich der Market Street fernstes Ausland. Okay, mehr können wir ich mit nicht reden. Ich habe nichts weiter zu sagen. Toll, jetzt haben wir die beiden zusammengebracht, hat uns nichts gebracht. So, was müssen wir noch tun? Wir sollen auf jeden Fall noch... Haben wir irgendein Büchlein, wo irgendwas drinsteht? So aufgabentechnisch? Ich glaube nicht, ne? Auf jeden Fall müssen wir auch wieder zu Wiff und Wiff noch eine Suppe bringen, aber da fehlt noch ein gewisses Gewürz. Schau mal ganz kurz, hier haben wir nur Optionen. So, was ist das hier? Waren speichern wahrscheinlich. Ja. Einstellung. Wir haben nicht so eine Art Tagebuch, ne? Hier fehlt halt noch ein Gewürz. Ich weiß nicht, wie wir das Gewürz bekommen sollen. Wir haben ein Notenblatt. War irgendwo ein Flügel, wo wir spielen können? Ja, in der Kapelle gibt es eine Orgel, aber da können wir, glaube ich, nicht ran. Café Napoli, da waren wir gerade. Buchhandlung, Lower Depths, ist die neu? Wir waren auch noch nicht in der Buchhandlung drin. Wer hat uns denn den Ort verraten? Ich weiß es nicht mehr, wer uns diesen Ort verraten hat. Auf jeden Fall cool. Denn ich war schon am Verzweifeln, was wir machen sollen. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder eine Sache, die wir tun können. Hier sitzt die Buchhändlerin, ja. Tasche mit Büchern. Ach, vielleicht, weil er Sachen verkauft hat. Vielleicht fragen wir sie einfach mal. Vielleicht wurden ja hier die Sachen verkauft. Hier ist ein Grammophon, leider. Wir quatschen erstmal mit der Dame hier. Wir schauen sie uns erstmal an. So. Die hübscheste Buchhändlerin in San Francisco. In ihrer Gegenwart verlernen Männer reihenweise das Lesen. Ihre Zwillingsschwester arbeitet bei Mickeys. Was liest du zurzeit? Jack London. Er hatte ein seltsames Frauenbild. Hast du was zu essen? Ich verhungere. Geht mir genauso. Ich lebe von den Resten, die Goldie täglich aus dem Club mitbringt. Heute bin ich mal zum Kaufen hier. Sutter hatte dir ein Tagebuch verkauft. Hast du's noch? Wenn du willst, können wir tauschen. Ich suche zum Beispiel gerade neue Romane von Evan Campfield. Tun wir das nicht alle? Du kommst zu meiner Party, richtig? Klar. Okay. Romane von Evan haben wir nicht. Wir haben nur so einen Schritzel, ne? Wir haben nur eine Bibel und dann haben wir hier halt ein Akter. Vielleicht reicht das ja schon zum Tauschen. Das bewahre ich besser mal auf. Ist immerhin Campfield. Nicht, okay. Notenblatt können wir nicht geben. Ich glaube, den Rest, den will sie auch nicht haben. Gucken wir mal in die Tasche. Bücher des Buchclubs. Entschuldigung. Bücher des Buchclubs. Wir bestellen sie unter falschem Namen und verkaufen sie dann weiter. Die da meisten sind zu langweilig, um wirklich was wert zu sein. Schade. Dann müssen wir uns erstmal umschauen, was es hier noch so gibt. Leiter. Ich guck erstmal weiter. Torenbilder. Sie alle haben hier mal Lesungen abgehalten. Oder wurden hier rausgeworfen. Die kann ich nicht verticken, die sind nichts wert. Und überhaupt, Bu ist meine Hehlerin. Auch wenn sie nichts davon weiß. Sie mag die alten Klassiker. Der Song ist ziemlich gut. Es gibt keinen Grund, die Musik zu wechseln. Dann lassen wir es auch sein. Irgendjemand ist immer da oben. Verloren in einer Wolke aus Poesie. Oder Pornografie. Ich mag keine Leitern. Warum können wir das uns anschauen, ne? Genau wie das Grammophon. Das muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Auch die Tasche hier. Steht doch nicht einfach nur so darum. Dicke Kasse? Schöne Kasse. Stammt wahrscheinlich noch aus den Anfangszeiten der Barbary Coast. Ich glaube nicht, dass sie mich lässt. Außerdem sind das nur Peanuts im Vergleich zum eigentlichen Jackpot. Ein Buch von Evans will die doch haben, hat sie gesagt, oder? Ich muss noch mal kurz lesen, noch
mal Heute quatschen. Bin ich mal zum Kaufen hier. Sutter hatte dir ein Tagebuch verkauft. Hast du's noch? Wenn du willst, können wir tauschen. Ich suche zum Beispiel gerade neue Romane von Evan Campfield. Tun wir das nicht alle? Evan Campfield? Du kommst zu meiner Party, richtig? Klar. Wow, Déjà-vu. Ja, sorry. Wir haben hier nur so einen Akte von Evans Campfield. Müssen wir davon noch mehrere Sachen finden und das dann zusammenbinden oder was? Ich glaube nicht, dass wir das einfach in die Bibel packen können. Das will als Buch verkaufen. Nicht funktionieren. Hab ich mir jetzt auch schon gedacht. Können wir ihnen eine Platte geben? Das wäre reinste Jazzverschwendung. Das geht auch nicht, ne? Ich habe das Gefühl, woanders könnte ich das besser gebrauchen. Naja, wir wollen irgendwie nichts unversucht lassen. Notenblatt. Streichholzbriefchen. Ich habe das Gefühl, woanders könnte ich das besser gebrauchen. Ich wüsste aber nicht, wo. Die Streichhölzer haben es hinter sich. Was ist mit dieser Tasche? Also irgendwie, nee. Wir kommen hier nicht so richtig weiter, ne? Hat Joe eigentlich irgendwas in seinem Inventar? Ring? Schmerztabletten? Tarnte Kohle? Dinger und Pfannkuchen? Weiß nicht. Hab echt keine Idee gerade. Ich geh nochmal. Nein! Ah! Nochmal raus. Die will ein Buch von Evans. Die Biff will eine Suppe mit Melonenzeugs. Da muss noch irgendein Melonengewürz rein, glaube ich. Mickey's, da müssen wir den Safe knacken, kommen wir nicht ran. Ich weiß nicht, was wir bei Grassy wollen. Da werden wir nur wieder angegraben von dem. Am Pier nützt uns, glaube ich, auch nichts, wenn da jetzt nicht irgendein neuer Typ erscheint. Unsere Wohnung. Ich gehe nochmal in unsere Wohnung. Ich glaube auch nicht, was wir da machen sollen, aber... Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Keine Ahnung. Die Katze. Ach, da. Die Katze. Die saß nämlich erst hier, dann saß sie hier, jetzt ist sie dort. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, spuck's aus. Globus nützt uns auch nicht. Bilder, wir hatten hier schon alles. Platte, können wir die Platte hier auflegen? Ich glaube nicht, ne? Die haben wir ja aus dem Regal genommen. Das wäre reinste Jazzverschwendung. Das hatten wir schon mal. Druckerpresse. Okay, wir haben Druckerplatten. Brauche ich nicht. Und brauche ich auch nicht kaputt zu machen. Nee. Okay. Klavier. Können wir da die Noten hinpacken? Nee, da haben wir sie ja her, ne? Brauche ich nicht. Und brauche ich auch nicht kaputt zu machen. Uiuiuiui. Ich weiß einfach nichts. Telefon, wen sollten wir denn anrufen? Um keine Nummer zum Anrufen. Nee, wir müssen raus. Hier bringt uns gar nichts weiter. Mir fehlt irgendwie die rettende Idee gerade. Momentan. Aber ich glaube, ich beende die Folge jetzt einfach mal an dieser Stelle hier ein bisschen. Was haben wir ja erlebt? Und dann sammeln wir uns nochmal ganz neu in der nächsten Runde. Vielleicht machen wir da auch einfach mal mit Joe weiter. Können ja auch die Figuren tauschen. Wenn ich gerade mittlerweile nicht weiß, wie es geht, weil normalerweise wurde das doch irgendwo angezeigt. Ach so, ja, genau, wenn ich hier auf Joe klicke. Vielleicht machen wir das einfach mal in der nächsten Folge und schauen uns mal ein bisschen mit Joe nochmal um. Auf jeden Fall reicht es erstmal für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es weitergeht. 1954, Alcatraz. In dem Sinne, macht es gut. Tschüssi!